Moin moin und willkommen zurück bei Ark Fjordur. Richtig noch in Gewächshausstimmung, da werden wir auch weitermachen. Aber wir holen uns mal ein paar Samen vorher. Kann ja nicht sein, dass wir nur Karotte anbauen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir so viele Karottensamen haben, aber machen nichts anderes. Schauen wir mal unter unserem Bronto, ob der noch was rumfliegen hat. Wo ist unser Bronto? Okay, jetzt wird's witzig. Ah! Na? Ja, Papierensamen? Zitrone? Ja, ja. Wir holen doch mal ein paar mehr. Erstmal schauen, wo unser Bronto abgeblieben ist. Aber hier hast du es ja auch ganz schön, oder? Ui! Ja, 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 ja. Oh, oh, oh! Ja! Ja, der Wendekreis von den Dingern ist jetzt nicht so optimal. So, ich hätte noch gerne Kartoffel, Mais und Zitrone. Da war Mais schon mal bei. Jeweils mindestens 7 Stück. Damit ich das ein bisschen mal symmetrisch aufbauen kann. Da war Kartoffel bei. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich hier gleich wieder irgendwelche Viecher umbringen muss. Ja. Wir haben genug Rückstoß, dass das nicht ansatzweise gefährlich wird. Abgesehen davon, dass ein Bronto sowieso ein bisschen zu groß ist, um sich von solchen kleinen Viechern beängstigen lassen zu müssen. Ich glaube, wir könnten mit ihm bequem auch einen Rex zerlegen. Problem ist, dauert halt. Es ist halt nicht so viel Schaden, was wir machen. Und da drüben ist eine kleine Raptorensammlung. Oh, die holen wir uns mal. Der Flächenschaden von dem Brontus, was das dann geht, glaube ich, echt geil. Unterwegs nehmen wir natürlich noch ein paar Samen mit. Es tut mir echt leid für den Dödi. Der knabbert an mir. Jo, moin. Wow. Gutes Gespräch. Ich glaube, ich hole mir ein bisschen Leder von euch ab. Mit der Kettensäge. Oh. Ach komm, von dem können wir auch noch welches mitnehmen. Ja, so wie im Real Life, ne? Wenn man Leder haben will von irgendwelchen erlegten Tier. Ein beherzter Griff zur Kettensäge erhöht die Ausbeute. Level 85, nö. So, der Dödi wird gleich noch mal ein bisschen Schaden kriegen hier. Nicht böse gemeint. Er überlebt das auch ganz gut. Oh, links ist ein Dimorphodon-Lager. Das kennen wir ja schon. So. Haut rein da!
glaube, der greift mich an. Frech. 150er war das. Ah, wie war das? Der beherzte Blick, Griff zur Kettensäge, ne? Ei? 130, oh, das nehme ich mit. Mal ein bisschen aufräumen hier. Wir haben so viele Sachen. Aber ich habe auch gerade gesehen, die Gemüsesamen sind gar nicht so viel, was wir gerade bekommen haben. Aber es sind ein paar dabei. Ah, tut mir leid. Ach. Hab schon wieder den Dödi geärgert. So. So, wir gucken natürlich noch mal bei den Nestern zwischen. ...145! Okay. Ist da hinten ein Rex, der ein bisschen rumspielt? Ja. Und ein Alpha-Raptor. Egal. So, war ein nettes Gespräch mit euch allen. Wir gehen nach Hause. Also, gleich. Oh. So, du hast für mich Samen. Nehme ich. Saat. Nehme ich. Und eigentlich hätte ich auch gerne die Narkobeeren gleich mal mit. Gutes Gespräch. Teleportieren, du darfst ins Unterwasserloch zurückkehren. Ich esse derzeit was. Und ab nach Rom. Hier gibt es noch ein bisschen Gemüse. Für den Garten. Natürlich werde ich einmal kurz die Narkobären noch mal unterbringen. Habe ich den Chemietisch jetzt eigentlich gebaut gehabt? Ich glaube noch nicht, ne? Fehlte irgendwas. So. Narko. Oh. Pack die Beerensamen hier mal rüber. Brauche ich nicht sofort. Eier? Auch hier, ne? Ich habe ja schon so einige von diesen Dino-Eiern. Ey, egal. Gibst du mir auch noch mal was Fertiges zu essen? Danke. So. Gehen wir auch gleich nochmal oben ran. Ich habe nämlich ein paar von den Beeten fertig gemacht. Und dann war es steinleer. Und es ist ernsthaft das Stein ausgegangen. Katastrophe. Oh, hi. Aber wir haben ja Dödi. Stein holen kriegen wir ja wohl ganz entspannt hin. So. Zack. Ich blind? Ach, ich hab den noch gar nicht wieder benannt. Oh. Ja, da müssen wir uns ein bisschen durchexperimentieren. Ich hab den hier umpositioniert. Oh, Volltreffer. Gutes Gespräch. Things. Green. Aus. Gutes Gespräch. Unseren Karotten geht's gut. Gehen wir jetzt in die nächste Runde.
Ich habe die Felder vergessen. Ich muss aufpassen mit dem Teleporter, dass die Dungbeetle hier nicht drüber abhauen. Aber es scheint ganz gut zu laufen, gerade weil sie eh mal dagegen rumlaufen. Ja. 13? Mehr nicht? Echt nicht? Schande. Boah. Wir müssen den Dödi gleich auspacken. Ist ja schrecklich hier. Naja, egal. Kriegen wir geregelt. Das ist so. Oh. Dinger sind halt echt teuer, aber ich mag sie optisch halt so gerne, deswegen nehme ich die. Wir fangen mit der Symmetrie an, und zwar auf der Seite. So. So. 3, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. So. Natürlich werden wir da jetzt das Modell ändern. So. Ah, ne, hier brauche ich zwei Seiten. So. Dünger, 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 Dünger. Leute, ich brauche mehr Dünger. Ihr habt bestimmt noch welchen, ne? Ja. Ihr habt viel zu viel. Wie habe ich euch ja? Dünger, Dünger. Ja, Dinger. Was nehmen wir denn hier jetzt? Kartoffel. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Das heißt, ich habe irgendwo einen vergessen. Bepflanzt. Das. Setzling. Das. Ah, hier. Kartoffel. Und als nächstes nehme ich die Zitrone. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So. So, du bist hier sogar falsch. Du kommst nämlich an die Seite und da kommt dann der Mais ran. Machen wir hier nochmal optisch schick. So.
Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Wir brauchen Steine. Wir brauchen einfach Steine. Ab nach Hause. Natürlich müssen wir noch richtig schön dekorieren, allem drum und dran. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Mit den Bärenfeldern bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich die mache, ob ich da auch die großen nehme oder nicht. Auf jeden Fall, egal wofür ich mich entscheide, wir brauchen Steine. So. Fleisch kann ich mal gucken, ob ich das unterbringen kann. So. Leder. Hier auch rein. Wir haben. Ordnung. Die seltenen Blumen packe ich auch wieder mit in den Kühlschrank, die wir haben. So wie die Pilze. Das hier unten. Ja, gewisse Form von Ordnung. Ich bin zufrieden. Auf zu Dödi. Ah, Dödi hat auch keinen Namen bekommen von mir bis jetzt. Und das ist ein bisschen hektisch. Ist sie überhaupt raus? Ja. Das? So. Oh! Du frecher Käfer! So, Dödi. Wie viel Gewicht hast du? Anderthalbtausend. Und jetzt machst du noch mehr Schaden und dann ist gut. Gut. Möge die Steinernte beginnen. Dann dürften wir ja unglaublich schnell tausende Steine zusammenkriegen. Das ist unglaublich. Ja, so ein Dödi-Kurus ist einfach nur geil. Da. Ganz entspannt. Ein paar Steine. Ich glaube, wie viel haben wir denn schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1200. 1600. Ja. 1800 Steine haben wir jetzt schon wieder dabei. Mega! Und das Gute ist, die wiegen in einem Dödi-Kurus einfach fast nichts. Geht der Spaß? Mal gucken, ob wir es vielleicht mit dem Bondo anlegen. Oh, nö. Gut. Ich glaube, den Kampf würden wir gewinnen. Aber muss ja nicht sein. Echt jetzt?
Das Viech hat mir die Kryokapsel geklaut. Nee. Keule. Das war keine Lehre. Der hatte mir ein Scheinhorn geklaut. Hey. Der Pego hat mir ein Scheinhorn geklaut gehabt. Unglaublich dreist. Hey. Du verhungerst. Ja, da sollte man mal was gegen tun, oder? Oh, ein gut gelevelter, was? Jetzt ein paar Schläge mehr aus als die meisten. Hunderte, naja. Die gute Kettensäge. Ah, ich will mich jetzt noch nicht mit dem Porto anlegen, also... Das würde echt unnötig Zeit fressen. Gut. Wir könnten spontan Gigante da noch um Hilfe bitten. Dann ist der Kampf nicht so langwierig. Aber muss ja nicht sein. Diese Viecher alle hier, ne? Hier, du hast mein Leder. Ist noch ein Pego. Die klauen mir gerade alles. Ich treffe ihn nicht. Jetzt hat der mir mein Bluttransfusionsset geklaut. Oh. Und ich sehe auch fast nichts mehr. Wo ist das Vieh? Ja, ist doch besser als die Kryokapseln. Ich befürchte gerade nur, dass wir unser Bluttransfusionsset nicht wiedersehen werden. Naja. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Aber okay. Habe ich meine Kryokapsel noch? Scheinhorn 1, Scheinhorn 2. Gut. Ja, ich sehe gerade nicht so viel. Irgendwie habe ich gesehen, dass Gigante da hinten gerade ein bisschen Spaß hatte. Wir rollen mal nach Hause. Aufregender Ausflug. Nächstes Mal nehme ich Verstärkung mit. Speziell wegen den Pegos.
Wunderschön. Gutes Gespräch. Gehen einmal hoch. Und schlafen auch direkt. So. Jetzt würde mich interessieren, wie viele Steine Dödikurus hat. Dann fragen wir doch einfach die Cloud. 7700. Ach, zu gut. Crop. Juhu. Also ich glaube, ich mache einfach auch die großen für die Beeren, oder? Dann macht das mit den rechteckigen vielleicht mehr Sinn? Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache einfach mal ein paar mehr. Das wird ja schon nicht so schlimm sein. Ach. 4000 Steinkosten. Oh. Kein Wunder, dass unser Stein ausgegangen ist. Ich könnte nebenbei noch mal ein bisschen Deko machen. Dies. Eigentlich wäre da jetzt noch mal so ein Lid. Obwohl, wir haben die Leuchtebäume sind schon für unser Friedhof. Oak Tree. Erstmal einen davon mitnehmen. Ach du Scheiße. Ich befürchte, der ist zu groß. Wir werden sehen. So, die reicht mir erstmal. Ach, Alter, der Käfer ist doch noch unten, oder? Kannst du noch mit mir fliegen? Ja. Da, freche, ausgebüxte Käfer hier. So. Versuchst du mal mit dem Baum? Ja. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, der ist ein bisschen groß. Aber ich mag ihn trotzdem. Ich könnte ihn hier bestimmt trotzdem unterbringen. Jo, sieht gut aus. Das Gewächshaus ist einfach nicht riesig genug für so einen Spaß. Das ist die Wasserreichweite hier, ne? Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ich nehme es so hin. Und ich nutze es ja auch nicht voll aus, also alles gut. So. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch genug Dünger. Irgendwie habe ich doppelt gedoppt. Ja, doppelt gedüngt. Egal. So, was warst du? Mais, ne? Mais. Wollen wir jetzt noch mal ein paar Mais haben? Und dann haben wir zumindest die Gemüsesorten schon mal alle angebaut. Das ist ein super Abschluss. Dann können wir beim nächsten Mal eine kleine Tour durch Wanderheim machen. Bevor wir dann wahrscheinlich wieder am Gewächshaus weiter rumwerkeln. Ich habe echt Bock, da gerade weiterzumachen. Aber der Abwechslung zuliebe machen wir dann noch eine kleine. Eine andere Kleinigkeit. Ein Spino suchen. Total klein. So, Mais. Danke. 6 Stück reichen. Ich hätte aber trotzdem unglaublich gern einen schicken Baum in der Mitte. Also irgendeinen brauche ich trotzdem. Was haben wir denn hier noch? Trees. Ja,
Fruchtbaum wäre eine Option, ne? Oak Tree, der ist zu groß. Ah? Viel zu groß. Viel zu groß. Apfelbaum in die Mitte. Glaube aber, der ist wieder zu klein. Oh doch, ich glaube, den können wir nehmen. Oh doch. Ich glaube, den können wir nehmen. Ich hätte im Gewächshaus trotzdem gerne Wasser haben. Da kann ich selber was trinken. Wir haben ja genug Wasser da drumherum, aber hilft uns im ersten Moment natürlich noch nicht weiter. So. Zack. Zack. So. Machen wir hier natürlich wieder alles schick. Alles da. Gemüse, safe. Apfelbaum? Oh, warte, du bist nicht der Apfelbaum. Du bist der Apfelbaum. Ja. Ich kurz gucken, wo die Mitte ist. Gut. Der ist vielleicht doch ein bisschen klein. Naja. Könnte da drumherum auf jeden Fall ein paar. Beeren pflanzen. Haben wir da einen Bären? Narcos, Tinto, Aber, Azul. Sind wir schon bei 5. Und nicht zufällig auf 6, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, doch. Ich könnte hier in der Mitte tatsächlich von jeder Beere einen einpflanzen. Ja, lass mal machen. Probe, hängen wir kurz hinten dran. Bleib bloß da, Käfer. Und hier kein Stress. So. Und da kümmere ich mich später nochmal um größere Beete. Aber so direkt in die Mitte, das finde ich ja geil. 1, 2, 3, 5, 6.
Na gut, dass wir Vorrat haben. Greenhouse. Meso. Cool. Hammer. Düt. So. Geil. Hey. Sagt an sich, würde ich mit den Bären wirklich noch gerne mehr machen. Beispiel könnte ich hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dieses vollständig gefüllte Sechseck hier auch nochmal unterbringe. Zwischen den beiden und da vorne auch nochmal. Dann hätten wir von jeder Beere drei Beete. Wäre ja nicht schlecht. Aber ich weiß auch noch nicht. Ich würde mal sagen, ich bin auch erstmal glücklich, dass das überhaupt so läuft hier. Ach, Honig schon, ist klar. Ja, nee, ist klar. Nehmen wir einfach so hin. Beim nächsten Mal schnappen wir uns ein Tierchen. Und suchen hier vielleicht nochmal nach dem Aberrant Spino. Ah, nicht vielleicht, wir suchen hier nochmal nach dem Aberrant Spino. Auf jeden Fall habe ich Durst. Was sagen, damit verabschiede ich mich dann auch von heute, von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei der Tuba. Tschüss.